Was geht ab, Leute? Mein Name ist Kaido Aki und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video. Heute geht es mal nicht um Detective Conan, nein, sondern um einen anderen sehr, sehr krassen Anime, meiner Meinung nach. Und zwar geht es hier um Sailor Moon. Sailor Moon bringt bald einen neuen Film, beziehungsweise kommt ein Film von Sailor Moon, nämlich Sailor Moon Eternal. Das Ganze wurde aber verschoben, sollte eigentlich am 11. September 2020 erscheinen, wird aber nun jetzt auf den 8. Januar 2021 verschoben. Hierzu gibt es natürlich auch einen Trailer und wir gucken uns den Trailer einfach mal so ein bisschen an und reagieren drauf und gucken, was der Film so mit sich bringt. Der Trailer startet auf jeden Fall relativ normal. Wir sehen hier so eine Art Funken, vielleicht so Kirschblüten, ja. Und wir sehen natürlich, es ist erstmal sehr, sehr düster. Wir sehen im Hintergrund den Mond natürlich. Hier sehen wir zwei Sailor Moon Soldiers, ja. Das ist ja so gesagt die Kampftruppe. Und dann sehen wir auch ganz schnell, wie sich das Bild wechselt, ja. Zu einem, ja, ich sag mal so ein bisschen hellblau. Und dann sehen wir natürlich auch schon unsere Hauptprotagonisten, nämlich Sailor Moon. Sailor Moon erkennen wir auch, wenn wir bis jetzt nur eine schwarze Frau in der Silhouette sehen, natürlich an diesen extrem langen zwei Zöpfen. Ja, und dann sehen wir natürlich nochmal eine richtig geile Nahaufnahme in voller Pracht. Sailor Moon leuchtet wie eh und je. Wir erkennen sie an der blonden Mecke, ja. Wir erkennen auch vorne, ich mochte das immer bei diesem Pony, dass du da so quasi so diese Herzform so hast, ja, diese leuchtenden blauen Augen. Dann natürlich nochmal in der Kampfpose, ja, mit ihrem Stab verwandelt sich quasi. Boah, das sieht immer so geil aus, finde ich. Ja, da war ich immer damals hin und weg. Ich bin ja riesengroßer Sailor Moon-Fan an der Stelle. Wer es nicht glaubt, für die Leute blende ich mal kurz ein Bild ein. Ich habe das immer wirklich gefeiert. So, Sailor Moon waren für mich immer so Frauen, die für das gekämpft haben, was sie so wollten. So richtig. So, weißt du, so, das habe ich immer extrem gefeiert. Ja, die Effekte sind auch ziemlich geil, gerade wenn wir uns das nächste Bild angucken. Ja, diese endgültige Verwandlungsform, richtig nice, ja, mit den ganzen Accessoires quasi, ja. Wir sehen dieses Herz, so eine Art Gürtel, ja. Dann sehen wir natürlich hier noch diese Fliege, diesen Anhänger, der quasi diese Fliege zusammenhängt. Generell dieses Kleid oder dieser Kampfanzug, sagen wir mal besser. Und diese Haarspangen, diese zwei Rubine oder was es da auch immer sein sollen. Zu geil einfach, zu geil. Aber natürlich geht es bei Sailor Moon nicht nur um Sailor Moon, auch wenn sie mehr oder weniger die Anführerin der Sailor Moon Soldiers ist, sondern wir sehen auch natürlich viele andere Protagonisten. Unter anderem geht es hier natürlich direkt weiter mit Sailor Merkur. Das erkennen wir immer ganz gut, ja. Wenn ihr euch vielleicht den Namen nicht merken könnt, Sailor Merkur ist halt so ein bisschen immer, ich sag mal, in dem drippigen Style unterwegs. Ja, wir sehen natürlich halt, Merkur steht so ein bisschen für Wasser und sie spiegelt das natürlich halt auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild, aber auch in ihren Fähigkeiten wieder. Ziemlich geil auf jeden Fall, gefällt mir auch ziemlich geil, der ganze Look. Wir sehen hier halt kurzer Frisur. Blaue Haare, so ein bisschen dunkelblau, ja, überall so kleine Regentropfen bei der Verwandlung. Das sind wahrscheinlich immer diese Verwandlungsstufen, die wir hier halt sehen, ja. Kurzer Rock, gar nicht mal so viel Aufwand, ja, wie zum Beispiel bei Sailor Moon. Da haben wir also auf jeden Fall nicht ganz so viel Accessoires, aber ich finde es halt trotzdem Klassiko und meiner Meinung nach fand ich persönlich Sailor Merkur mit immer am krassesten. Wen ich halt auch ganz gut finde, weil die halt relativ temperamentvoll ist, temperamentvoll wie das Feuer, sehen wir halt auch direkt im nächsten Bild, und zwar Sailor Mars. Ja, Mars, rot, steht so ein bisschen für Feuer. Sie hat natürlich auch die ein oder andere Fähigkeit, die sie hier auch schon zeigt, und zwar kann sie halt einfach einen Feuerbogen aus dem Nichts spannen. Sehr, sehr anmutig, ja, natürlich Dresscode im ich sag mal schon fast so bordeauxfarbenem Rot, ja. Dann natürlich hier wieder diese typische Schlips, obwohl es ja eigentlich kein Schlips ist, ja. Diese Schleife, die sie halt irgendwie immer an der Bluse tragen, ist es zu nice, ja. Und dann hast du halt immer noch dieses Herz, auch wieder Classic. Was ja natürlich auch anders ist im Vergleich zu Merkur, weil Merkur ja quasi generell so für Wasser steht, ja. Für Blau waren ja auch ihre Haare blau. Das haben wir aber bei Mars nicht. Hier sind ihre Haare eigentlich so ein bisschen, ja, brünett. Vielleicht mit so einem ganz leichten Lilastich. Hier je nachdem, wie man das halt so interpretieren will. Aber es ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Zwei stehen uns noch bevor. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Sailor Jupiter. Jupiter ist immer so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen eigen, so ein bisschen anders. Viele Leute haben da Probleme, das zu erkennen. Im Endeffekt können wir uns halt immer an der grünen Farbe orientieren. Aber was ich persönlich halt auch geil finde, so Jupiter steht so ein bisschen für die Natur. Ja, grün, Natur, so ein bisschen Flora, Fauna mäßig. Präsentiert das halt auch mit ihrem Outfit, bloß dass zum Beispiel ihre Schleife
halt rosafarben ist, ja, das Herz logischerweise wieder grün, das ist ja quasi immer so dieses Standard-Setup, und ihre Haare, das ist halt nicht so ein Blondton, sondern halt so dunkelblond. So dunkelblond kann man das auf jeden Fall schon nennen. Feiere ich auf jeden Fall auch eine richtig geile Haarpracht, und ja, wir sehen halt auch schon diese Energie, die freigesetzt wird bei so einer Verwandlung. Last but not least darf natürlich eine nicht fehlen, und zwar Sailor Venus. Sailor Venus wird oft mit Sailor Moon verwechselt, kann ich auch nicht wirklich verübeln, aber ganz besonders am Pony, in der Mitte des Ponys sehen wir das, und in der Regel trägt Sailor Venus halt keine zwei Zöpfe, sondern halt eine gebundene Haarpracht, ja. Das ist halt eigentlich immer so dieses, ich sag mal, Hauptkriterium, wo wir halt Sailor Venus und Sailor Moon unterscheiden können. Natürlich beide blond, beide haben irgendwie das gleiche Gesicht, so beide haben irgendwie auch von dem Erscheinungsbild so ziemlich das gleiche. Ist auf jeden Fall schön mit anzusehen. So, jetzt wurden uns also alle, ich sag mal, Sailor Moon Soldiers vorgestellt. Sailor Soldiers, Moon ist ja wie gesagt die Anführerin. Und im nächsten Bild sehen wir halt auch noch etwas extrem Geiles. Und zwar sehen wir Tuxedo Mask. Tuxedo Mask ist ja mehr oder weniger, ich sag mal, der weiße Ritter. Der weiße Ritter, der auf einem Pferd angeritten kommt, um Sailor Moon zu beschützen, und beide mögen sich halt, ja, beide lieben sich halt, und das ist doch auf jeden Fall herzerwärmend, wenn sie sich hier im Trailer umarmen. Dann sehen wir auf jeden Fall nochmal ein Bild, ja, wo sie sich halt in ihrer normalen Form befinden, ohne verwandelt zu sein, und dann kommt auf einmal noch ein ganz kleines Mädchen, was wir davor noch nicht hatten. Das ist Shibiusa, kennen wir meistens halt auch, weil die halt immer mit so einem Katzenkopf rumfliegt. Ja, der Katzenkopf wurde ihr von Sailor Pluto geschenkt. Pluto sehen wir hier leider noch nicht, ja. Und der Katzenkopf hat auch einen Namen, und zwar heißt dieser Luna P. Luna steht ja für Mond, und P ist halt immer so eine Anspielung. Da gibt es halt auch so ein paar Referenzen, was mit diesem P gemeint sein könnte. Ist aber zusammengefasst ein ziemlich schönes Bild. Ja, alle sind am Lächeln, alle freuen sich. Hier sehen wir wieder die ein oder andere Kirschblüte rumfliegen. Feier ich halt einfach. Ja, die stehen halt für Gerechtigkeit, für das Gute, und das ist schön. Und im nächsten Bild sehen wir halt auch nochmal so ein Bild, was richtig krass anders ist. Es sticht extrem hervor. Das sehen wir halt bei der ganzen Atmosphäre, ja. Das Ganze ist so ein bisschen weich gezeichnet, ja. Sehr, sehr viele Strukturen, aber mit so einen Weichfilter irgendwie rüber gemacht. Das Ganze sehr, sehr kontrastreich auch, aber so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen wie einer Traumwelt, ja. Die sind nicht so harte Kontraste, sondern eher so weiche, die so miteinander verschmelzen, ineinander übergehen, so ein bisschen ineinander überlaufen. Hier sehen wir nämlich auch nochmal ihre Hasenfigur, und hier sehen wir auch Luna P, ja, die hier quasi rumläuft. Ziemlich nice, natürlich an der Seite von Sailor Moon. Und dann sehen wir halt einfach mal ein richtig krank geiles animiertes Einhorn, natürlich mit Flügeln. Ein Horn aus Gold, blauer Mähne, richtig krass. Und wo ich das Bild gesehen habe, war ich auf jeden Fall schon mal richtig gehypt. Ja, das war im Endeffekt der Trailer. Wie gesagt, dauert noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht von euch, wer auch so ein bisschen Sailor Moon begeistert ist. Bei mir liegt es halt immer noch nach wie vor daran, dass ich das halt damals in meiner Kindheit sehr, sehr oft geguckt habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, immer wenn die sich so verwandelt haben und wo die Musik halt eingespielt kam, ja, habe ich dann halt immer so ein bisschen mitgemacht, so, und ich fand das halt irgendwie extrem nice. Habe ich lange nicht mehr geguckt, Schande über mein Haupt, aber diesen Kinofilm werde ich mir wahrscheinlich mal wieder angucken nach langer Zeit. Ich werde einfach mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Ich bin auf jeden Fall mal gehypt. Schreibt mir mal eure Meinung in den Kommentarbereich. Würde mich wahnsinnig freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Akai.